This is Women and X. We don't want to die in hospital. C'est des femmes et des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um das Thema Patientenverfügung. Ich habe mir dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale besorgt. Und bisher habe ich vorgelesen und ein bisschen was von dem gesagt, was ich davon halte. 5 Gründe, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. In 7 Schritten zur Patientenverfügung. Gründe für eine Patientenverfügung. Was passiert ohne eine Patientenverfügung? Hier gibt es Rat und Hilfe und ein Interview mit dem Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Es gibt hier immer so Tipps und wichtig, gut zu wissen, und ich lese das nochmal vor als Wiederholung, gut zu wissen. Niemand darf gezwungen werden, eine Patientenverfügung aufzusetzen, wenn ein Altenheim oder Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich. Wenn ein Altenheim oder ein Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich. Das heißt, die dürfen das nicht. Machen das aber manchmal. Muss man nicht tun. Tipp: Sie können Ihren Hausarzt oder einen Facharzt, bei dem Sie in Behandlung sind, um ein Gespräch bitten. Eine Alternative ist ein Gespräch mit einem Facharzt für Palliativmedizin. Solche Ärzte sind auch spezialisiert, Menschen an ihrem Lebensende zu begleiten. Und wir sind angekommen bei, was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte. Und da gibt es ein wichtig. Und weil wichtig wichtig ist, wird wichtig auch zweimal vorgelesen. Nämlich am Anfang, das ist auf Seite 17, und dann gibt es ein Unterkapitel, so nähern Sie sich dem Thema an, das ist Gegenstand der nächsten Folge. Wichtig, in Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Deshalb sollten Sie in Ihrer Verfügung keine entsprechenden Wünsche aufnehmen. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten, deshalb sollten Sie in Ihrer Verfügung keine entsprechenden Wünsche aufnehmen. Es kann sein, dass die Verfügung sonst ungültig wird. Und zwar nicht nur der Teil mit der Sterbehilfe, sondern die ganze Verfügung. Deshalb sollte man das sein lassen. Richter sehen das so. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Biermischgetränk. Schmeckt so ein bisschen wie Lakritze. Mit Hopfen. Und ich kann es weg. Der Malzzucker geht auch durch. Was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte. Wie Sie am besten vorgehen und was am Ende in Ihrer Patientenverfügung steht, hängt von Ihrer Ausgangslage ab. Setzen Sie die Patientenverfügung auf, weil Sie vorsorgen möchten, oder leiden Sie bereits an einer Vorerkrankung? In diesem Fall führt der erste Weg zum Arzt. Okay, ich lese das nochmal vor. Wie Sie am besten vorgehen und was am Ende in Ihrer Patientenverfügung steht, hängt von Ihrer Ausgangslage ab.
setzen Sie die Patientenverfügung auf, weil Sie vorsorgen möchten, oder leiden Sie bereits an einer Vorerkrankung? In diesem Fall führt der erste Weg zum Arzt. Okay. Die gehen hier von zwei Szenarien aus. Einmal, man möchte vorsorgen, und der zweite Fall ist die Vorerkrankung. Und bei der Vorerkrankung geben die eine klare Empfehlung ab. Man sollte dann zum Arzt. Auch für die Patientenverfügung. Es gibt Menschen, die vollkommen gesund sind, aber dennoch das Bedürfnis haben, für eventuell eintretende Notfälle vorzusorgen. Es gibt Menschen, die völlig gesund sind, aber dennoch das Bedürfnis haben, für eventuell eintretende Notfälle vorzusorgen. Das Spektrum der möglichen Situationen ist breit und es ist kaum möglich, für jeden Einzelfall genaue Wünsche zu formulieren. Umso wichtiger ist in diesem Fall eine allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellungen. Das ist hier dick gedruckt. Ich lese nochmal vor, was dick gedruckt ist. Eine allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellungen. Dazu gibt es in diesem Buch auf den Seiten F3 bis F8 Fragen zu Ihrer persönlichen Vorstellung. Wenn ich mit dem Anfang zum Thema Patientenverfügung durch bin, ich bin jetzt auf Seite 17 und das geht bis Seite 24, das heißt, es sind noch 7 Seiten, werde ich diese Fragen vorlesen. Es gibt ein Menschenrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich würde die Antwort auf diesen Fragen nicht jedem mitteilen. Kein Mensch muss alles über mich wissen. Das ist sehr privat. Gehört da aber rein. Ich habe noch eine klare Vorstellung davon, wie man solche Patientenverfügungen ja, denen zukommen lässt, die es angeht. Werde ich vielleicht noch was zu sagen. Ansonsten werde ich mich an das halten, was hier im Buch steht. Ich finde Kliniken, hier in Solingen haben wir ein städtisches Krankenhaus. Da würde ich sowas zum Beispiel hinterlegen und ich finde das Amtsgericht auch gut. Da kann es eine kleine Gebühr kosten, sowas zu hinterlegen. Das wären die zwei Stellen, ja, jetzt habe ich es schon gesagt, an die ich mich auf jeden Fall wenden würde. Und ich würde es beim Amtsgericht auf 10 Jahre auf jeden Fall hinterlegen. So. Wichtig ist eine allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellungen. Daraus können Ärztinnen und Ärzte für einzelne konkrete Situationen den Patientenwillen ableiten. Das heißt, wenn Ärzte eine Beschreibung der persönlichen Vorstellung haben, können sie daraus Handlungsanweisungen für konkrete Situationen ableiten und sie müssen das nicht alleine tun. Dazu ist in früheren Folgen schon was gesagt worden. Ich verweise an der Stelle auf die Seite 14. Da wird was dazu gesagt. So. Das war der Teil für Menschen, die vollständig gesund sind. Jetzt kommt der nächste Teil. Andere Menschen sind bereits von einer schweren Krankheit wie Krebs betroffen und müssen sich damit auseinandersetzen. In diesen Fällen können Ärzte meist recht klare Aussagen zu möglichen Behandlungen, deren Nebenwirkungen und Grenzen machen. Dann ist eine konkrete Patientenverfügung möglich. Versuchen Sie genau zu beschreiben, für welche Situation die Verfügung gelten soll. Geben Sie Ihre Therapiewünsche mit Umfang und Dauer der einzelnen Maßnahmen an
und sagen Sie, was nicht erfolgen soll. Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen dabei helfen. So, an der Stelle ist hier fett gedrückt konkrete Patientenverfügung. Die konkrete Patientenverfügung bezieht sich auf eine konkrete Krankheit wie etwa Krebs. So, es gibt drei Grundsätze ärztlicher Behandlung. Da gibt es auch eine Rangfolge. Als erstes ist wichtig, die Behandlung sollte selbstbestimmt erfolgen, dann schmerzarm und danach sollte der Patient so lange leben wie möglich. Das sind die drei Grundsätze, an die sich jeder Arzt halten sollte. Ansonsten endet er wahrscheinlich im Kittchen, im Gefängnis. So, und bei einer konkreten Patientenverfügung liegt eine Vorerkrankung vor und es geht dabei um eine selbstbestimmte Behandlung. Was das heißt, steht hier auch ganz genau. Versuchen Sie genau zu beschreiben, für welche Situation die Verfügung gelten soll. Also in welchen Situationen soll die Verfügung greifen? Wann soll das gemacht werden? Geben Sie Ihre Therapiewünsche mit Umfang und Dauer der einzelnen Maßnahmen an und sagen Sie, was nicht erfolgen soll. Also, es gibt eine Behandlung und man sagt, was das sein soll und man sagt, wie oft das erfolgen soll und über welchen Zeitraum. Das ist mit Umfang und Dauer gemeint. Und man sagt, was man nicht als Behandlung wünscht. Dabei kann der behandelnde Arzt weiterhelfen. Ich würde mich dabei auch an einen Arzt der entsprechenden Fachrichtung wenden. Und man hat in Deutschland immer das Recht auf eine zweite Meinung. Das würde ich an der Stelle auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Wer schon eine eher allgemein gehaltene Verfügung verfasst hat und später mit einer konkreten medizinischen Diagnose konfrontiert ist, sollte seine Verfügung entsprechend ergänzen. Also, wenn man nicht krank ist, erfolgt eine allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellungen. Wenn man krank wird, muss man die ergänzen durch eine konkrete Patientenverfügung. Ich würde das wahrscheinlich auch da reinschreiben. Ich würde da schreiben Patientenverfügung und dann allgemeine Beschreibung der persönlichen Vorstellung. Dann würde ich die da hinschreiben und dann würde ich, wenn das der Fall ist, da konkrete Patientenverfügung drunter schreiben und Krankheit mit der entsprechenden Diagnose, was dahin gehört, sagt einem der Arzt. Die müssen das wissen. Da gibt es Bücher. Ich habe auch eins da. Das kann ich mir gerade zeigen. Das ist das für Deutschland gültige Buch, das ist der ICD-10-GM, systematisches Verzeichnis, internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Deutscher Ärzteverlag. Das ist das, was ich benutze, von 2017, ist relativ aktuell. Wenn es ein älteres ist, macht das auch nichts. Da ist aufgelistet, um was für Krankheiten es sich handeln kann. Das gehört dahin, wenn man eine konkrete Patientenverfügung schreibt. Hat jeder Arzt in Deutschland. Ihre Patientenverfügung sollte außerdem immer zwei unterschiedliche Bereiche abdecken.
Zum einen den Fall, dass sie pflegebedürftig und langfristig auf medizinische Hilfe angewiesen sind und zum anderen den Sterbeprozess selbst. Also, Patientenverfügung immer zwei Bereiche, Pflegebedürftigkeit und der Prozess, mit dem man aus dem Leben scheidet. Das wird hier Sterbeprozess genannt. Vor allem für den Fall der längerfristigen Behandlung und Pflege ist die Verfügung wichtig, denn hier nehmen Sie Einfluss auf die Qualität Ihres weiteren Lebens über viele Jahre. Das ist ein Satz, der mir persönlich Angst macht. Ich lese ihn nochmal vor. Vor allem für den Fall der längerfristigen Behandlung und Pflege ist die Verfügung wichtig, denn hier nehmen Sie Einfluss auf die Qualität Ihres weiteren Lebens über viele Jahre. Also bei längerfristigen Behandlungen ist die Patientenverfügung besonders wichtig. Man nimmt auf Einfluss auf die Qualität des Lebens. Was Lebensqualität ausmacht, ist für jeden Menschen individuell. Ich verweise wieder auf die Fragen. Ich sage gerne Sachen öfters, damit ich sie mir selber merke. F3 bis F8. Fragen zu Ihrer persönlichen Vorstellung. Ich glaube, ich mag das Buch immer wieder. Ja, und jetzt kommt noch ein Absatz und dann kommt das wichtig. Schließlich können Sie in Ihrer Verfügung festlegen, ob Sie einer Organspende zustimmen und zusätzliche Wünsche für die letzten Lebensstunden und die Bestattung äußern. Okay. Das sind Fragen, die besonders wichtig sind. Organspende und letzte Lebensstunden und Bestattung. In Deutschland gibt es das Grundgesetz und da steht drin, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und was Menschen auszeichnet, ist diese individuelle Würde. Das hat auch nichts mit den Menschen zu tun, die man um sich herum hat und gilt über das Lebensende hinaus. Deshalb kann man sich, weil man ein Mensch ist, zu seiner Bestattung äußern. Man kann sich nicht zu der Bestattung von Hunden oder der Zimmerpflanze äußern, aber zur Bestattung von Menschen, vor allem zu der Bestattung von einem selbst. Und diese Menschen, diese Wünsche müssen respektiert werden. Und Organspende ist in unserem Gesundheitssystem wichtig, weil es Menschen gibt, die auf diese Organe angewiesen sind. Sollte man sich genau überlegen, ich möchte keine Organe spenden. Das hat auch religiöse Gründe und ja. Die Art, wie in Deutschland von Ärzten unser Rechtssystem gelebt wird, trägt sicherlich zu meiner Entscheidung bei, dass ich meine Organe nicht spenden möchte. Ich habe so allerhand erlebt, möchte ich hier in diesem Rahmen nicht drüber sprechen. Ich habe für mich entschieden, ich möchte keine Organe spenden. Es gibt Menschen, die auf Organe warten und für die ist das wichtig. So. Und jetzt kommt auch das Wichtige. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Deshalb sollten Sie in Ihrer Verfügung keine entsprechenden Wünsche aufnehmen. Also keine aktive Sterbehilfe in Deutschland. Da schreibt man nichts dazu rein. Ansonsten kann es passieren, dass Richter die ganze Erklärung für ungültig erklären und das ist nicht gut. So. Gute Nacht.